Hallo liebe Leute, ein wichtiger Bestandteil der thailändischen Küche ist Chili-Paste. Heute zeige ich euch, wie man dieses Nam-Prik-Prau zu Hause zubereitet. Hier ist eine Liste mit den erforderlichen Zutaten. Fangen wir direkt an. Zuerst braten wir getrocknete Chili in etwas Öl an. Wir stellen die Chili zur Seite. So soll das aussehen. Jetzt braten wir im Öl die Schalotten und den Knoblauch. Achtung, nicht zu braun werden lassen, sonst werden sie bitter. Im nächsten Schritt zerkleinern wir Chili, Schalotten und Knoblauch. So muss das aussehen. Jetzt kommt der Brei wieder in die Pfanne. Mit etwas neuem Öl wieder braten. Dann kommt das Öl vom Anbraten wieder hinzu. Ich füge gerne etwas Rostpulver hinzu. Gut vermischen und abschmecken. Etwas Salz. Etwas Tamarindensaft. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch etwas Zucker hinzugeben. So sieht das fertige Nam Prik Prau aus. Thank you.
Die fertige Chili-Paste lässt sich für viele Wochen im Kühlschrank lagern. Vielen Dank für das Anschauen. Viel Spaß bei dem Ausprobieren des Rezepts. Tschüss, auf Wiedersehen!